So Leute, und herzlich willkommen zum Let's Play von London 2012. Wir befinden uns bereits im dritten Durchgang auf der Schwierigkeitsstufe schwer. Und jetzt soll es doch endlich mal funktionieren. So, wir werfen einen kurzen Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel vor dem vierten Tag. Und zwar, wir sind deutlich vor Frankreich und dem restlichen Feld mit 11 Punkten. Das heißt, wir haben dreimal Gold, einmal Silber und unsere Konkurrenz hat einmal Silber und zwei Bronze. Also es sieht bis hierher aus sehr vielversprechend aus, aber wie schon oft gesagt, das heißt gar nichts. Wir machen gerade die Disziplinen, die wir können und zum Ende hin wird die Luft richtig dünn, aber ich schaue einfach mal, dass wir das bestmöglichst hinkriegen. So, die Disziplinen, da suchen wir uns jetzt zwei raus. Da würde ich sagen, machen wir wieder eine längere und eine kürzere. Da können wir eigentlich, machen wir mal die 400 Meter der Damen und das Diskuswerfen der Herren. Der Zeitplan um 9 Uhr und um 11 Uhr die Qualifikation und um 14 und 20 Uhr die Finals. Los geht's! So, wir sind im Olympiastadion und werden dieses auch nicht verlassen. Wir fangen an mit dem Diskuswerfen der Herren. Nino Betze ist unser Mann und los geht's. Hier sind wir, absoluter Favorit und wir wollen natürlich hier auch die Goldmedaille holen. Los geht's. Gute Kraft. Und ja, der Winkel ein bisschen zu hoch, 51 Grad. Das ist aber für die Qualifikation ist das schon ganz in Ordnung. Gucken wir einfach mal. Ja, die Konkurrenz ist da, aber nicht optimal. Also, das ist bisher ein vernünftiger Start, aber wir wollen natürlich deutlich mehr. Los geht's mit Versuch Nummer 2. Wieder vernünftige Kraft. Und, 23 Grad. Nee, damit ist nichts zu holen. Der war nicht mal annähernd gut. Also, leichte Probleme hier. Allerdings immer noch auf dem vierten Platz. 5 Meter Vorsprung oder 4,5 Meter Vorsprung vor den Amerikanern auf Platz 5. Und der nächste Versuch. Super Kraft. Und ziemlich mittig, 48 Grad, der Winkel könnte leider noch ein bisschen besser, aber der geht sehr weit auf 67 Meter und damit haben wir die Quali sicher, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also mit den 61 Metern wären wir auf Platz 4, aber jetzt sind wir auf Nummer sicher und haben es, vielleicht schaffen wir es auch noch in Richtung Rekorden. Und 47 Grad, also es wird ein bisschen besser, aber die Geschwindigkeit war nicht optimal. Dennoch knapp weiter, 67, 91. Und damit sind wir natürlich weiter auf dem ersten und der fünfte Versuch. Ja, ein bisschen groß und ein bisschen schräg zur Seite. 63 Meter, das ist auch noch völlig in Ordnung. Und der letzte Versuch, was können wir hier noch machen? Los geht's. Superkraft. Und 46 Grad, der geht weit, der geht weit. Und er landet bei 72 Meter, leider ganz knapp an den Rekorden vorbei. Aber das ist doch mal ein Versuch gewesen. Ja, super, erster Platz hier in der Quali. Gehen wir zu der Rundbahn, zu den 400 Metern der Damen.
So, da sind wir bei der Qualifikation und die 400 Meter. Ja, das ist immer so eine Sache. Also wir haben die noch nicht gemacht, der Damen. Aber ich denke mal, das wird nicht anders als bei den Herren sein. Trotzdem gucken wir uns die einmal an. Also mit A geht es natürlich los. Und danach müssen wir wieder die Anzeige füllen. Das kennen wir ja. Wenn wir über das Grüne gehen, ja, dann wird die Kondition benutzt. Und danach gehen wir wieder in den grünen Bereich rein. Ja, das kennen wir alles. Gut. Dann bin ich mal gespannt, ob wir ins Finale einziehen können. Los geht's, Daumen drücken. So, ein ganz vernünftiger Start, wie ich finde. Also, so langsam, wir sind ja sowieso hier auf den inneren Bahnen, haben hinten ein bisschen eher gestartet. Das heißt, wir können am Ende in den Kurven noch ein bisschen was aufholen, weil wir halt ein bisschen weiter innen als der Rest des Feldes laufen. So, jetzt sind wir schon auf dem vierten Platz. Aber die Konkurrenz gibt hier ebenfalls eine Menge Gas. Und der Sprint am Ende. Ach du je. Ach du je. Was war da denn? Da wollte ich durchziehen und dann kommt da sowas. Das gibt's ja gar nicht. Ach du je, Mine. Ah, das kannst du doch keinem erzählen. Na, fünfter Platz hier. Ihr habt selber gesehen. Also, am Ende ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen, so wie es aussieht. Hier sehen wir es. Der erste Platz ganz souverän, ganz weit vorne. Aber wir sind 1200 hinter den Australiern. Und dabei sind wir quasi eingeschlafen bei den letzten 3 Metern. Ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber jetzt wollen wir umso mehr Gold beim Diskus werfen. Und für Gold hätte es, denke ich mal, ohnehin nicht gereicht bei den 400 Metern. Da hätten wir vielleicht eine Bronze mehr geholt. Also das können wir verkraften. Und jetzt geht's zum Diskuswerfen. Und hier wollen wir natürlich Gold holen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Los geht's mit dem ersten Versuch. Und der sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. 46 Grad. Der geht schon sehr, sehr weit. Und ich würde fast sagen, das schafft keiner der Konkurrenten. Also ich verspreche euch hier die Goldmedaille. Ja, die Chinesen sind auch wieder dabei. Noch haben wir ja keinen richtigen Verfolger. Da bin ich auch noch gespannt, was sich da entwickelt. Und der zweite Versuch. Was schaffen wir hier? Ach, 47 Grad. Also es wird ein bisschen besser. Ah, gar nicht mal. 59, 56. Und weiter geht's zu Versuch Nummer 3. Jetzt aber viel Kraft. Oh, der war nichts. Großer Winkel und ziemlich seitlich. Nicht mal annähernd. 64 Meter. So, 3 Versuche hatten wir. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Tabelle. Die Chinesen sind gar nicht so schlecht. Also durchschnittlich auch relativ weit vorne. Und auch die anderen Nationen halten ganz gut mit. Also souverän ist das noch nicht. Aber wir wissen ja, dass wir deutlich weiter können. So, jetzt vielleicht mit fast voller Kraft. Oh nein, oh nein. Der ist zwar trotzdem ja, über die 60 Meter Marke, aber das ist noch nichts. Trotzdem immer noch vorne und der vorletzte Versuch. Oh, was ist denn da los? Dann wollen wir den auch richtig verhunzen, oder? Zack. Ah, jetzt wollte ich den richtig schön hochwerfen, 90 Grad, aber gut. So, weiter geht's. Nächster Versuch. Beziehungsweise sogar
Der letzte. Was schaffen wir hier noch? Gute Kraft. Oh nein, das wird nix. Gerade so auf der Bahn. Und jetzt bin ich gespannt. Und wir sind Erster und haben hier Gold geholt im Diskuswerfen. Der Herren nicht so souverän, wie ich es mir erwartet habe. Aber das ist ja völlig egal. Wir sind 2 Meter vor China und 3,5 Meter vor Mexiko und haben hier Gold geholt. Und los geht's zur Siegerehrung und der Nationalhymne. Und wir werfen einen Blick auf den Medaillenspiegel. Also, die Briten sind wohl im Laufen Erster geworden. Sie haben jetzt 6 Punkte. Die Chinesen haben ja Silber geholt, sind auf 5 Punkte. 14 Punkte noch, 8 Punkte Vorsprung vor Platz 2. Das ist noch ein relativ sicheres Polster. So, wir schauen nochmal auf die heutigen Disziplinen und da hatten wir das Diskuswerfen der Herren, wie eben gesehen, die Goldmedaille und 400 Meter der Damen. Da haben wir es leider ein bisschen versaut in der Qualifikation. Also da ist uns 2 Meter vom Ziel, ist der Athlet stehen geblieben. Na gut, da ist Großbritannien mit Gold davon gekommen und die Griechen auf 2 und die Holländer auf Platz 3. Ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr auch morgen wieder reinschaltet. Bei London 2012 das Let's Play zu den Olympischen Sommerspielen. Bis dann. Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google+ teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!